Altäre und Kirchen. Sie kennen nur den berühmten kleinen hölzernen Dachstuhl. Typische Attribute für Manöver. Ja, wir sind nun im Dormitorium, dem ehemaligen Schlafsaal der Mönche. Dieser Raum war noch länger. Hier wurde der neue Abt gelegt, war der alte Abt gestorben. Der römische Bauer in der Blütezeit. Da lebten hier fast 300 Menschen, lebte, als hier die Mönche schon evangelisch waren. Auch an das graue Glas der Zisterzienser-Vorstellung gedacht. Aber damals ein kostbares Baumaterial. So ein daneben der Wirtschaftshof. Alles, was Zisterzienser brauchten, autark, unabhängig von der Außenwelt zu leben, sämtlich notwendig. Der erste grüne romanische monumentale Zeitbauwerk finanzieren zu können. Die Kaiser haben als erheblich.